wenn ich den Eimer fülle, sinkt er hinunter wie die. Ah! Nee. Bild. Schraubenzieher, Gartenschere, belegtes Brot, Spitzhacke, Kreissäge, Diamant, Stalaktit, Adapter, Zement, Lawine, was Lawine? 6 und Kette. Spitzhacke. Lava. Belegtes Brot. Kreissäge. Zement. Warnschild. Kette. Kette. App direkt vor der Nase. Die 6. Gartenschere hier. Schloss war nicht gefragt. Nee. Diamant und Zement. Diamant. Schraubenzieher. Autsch, das ist zu heiß. Schraubenzieher, Stalaktit. Stalaktit, Stalaktit. Eisenstange? Ne, brauchen wir gar nicht. Adapter, was denn für ein Adapter? Für was? Hier ist Zement. Was denn für ein Adapter? Hä? Stalaktit. Ach hier, die Muffe. Die zölligen Schieber. So, wir haben Zement bekommen, alles klar. Peter. Wenn ich etwas weite, könnte ich das Wasser an das Wasser gelangen. Eisenstange. Meißel. Hammer. Einmal mit Wasser. So, Zement. Wasser. Rüssiges Zahnrad. So, und das muss ich jetzt mit Lava aufgießen, oder was? Wahrscheinlich, ja. War doch gar nicht so die schlechte Idee mit dem Stein hier, oder? Fuck! We'll need to replace this part! Was zum Balkon? Konnte ja keiner riechen, dass hier nochmal ein Wimmelbild ist. Barbers Emblem, Thermosflasche, Silberbarren, Taschenuhr, Leuchtpilze, Vulkanglas, Kopfhörer, Schloss, Bohrer, Maske, Mütze, Draht. Barbers Emblem, das geht schon wieder. Schloss, Barbers Emblem,
Taschenuhr habe ich auch schon gesehen. Silberbarren war hier. Thermosflasche war die hier wahrscheinlich, ja. Vulkanglas. Ah, warte. Könnte man Sand mitschmelzen. Ja, komm, nimm mit. Vulkanglas. Ein Silberbarren gefunden. Ah, mit Silber muss ich das machen, alles klar. Gut, dann packen wir den Silberbarren da rein. So, und um den jetzt wieder hochzukriegen, brauche ich jetzt natürlich diesen Stein. So ist gemeint. Silber ist viel mit Plus hin, kann ich den Eimer nicht tragen. Eisenstange? Ja. Jetzt nehme ich es in die Hand, um es hier einzufüllen, Alter. Wie, schon hart oder was? Perfekt. Oha. Eventually, hide quickly. You must finish. I got tired of your games, Dr. Ink. Einen Nagel habe ich gefunden. Was? Ohne einen gefüllten Ladestreifen ist sie nutzlos. Kein Saft, vielleicht sollte ich Käfer. Ein Gerüst, sonst gibt es hier nichts. Auerpilz sollte ich bloß nicht anfassen. Tief im Boden. Okay, dann brauche ich hier muss, dann gehe ich erstmal hoch. Den Schlüssel habe ich noch, glaube ich, oder? Eine Seilrolle mit Griff könnte mein Weg in die Freiheit sein. Okay. Handschuhe. Roboter mit diesem Ding bestellt, aber ich sollte mich beeilen. Ich komme nicht heran, ob ein Problem gewesen wäre. Kannst du mir auch die Seilrolle holen? Schwer für den armen kleinen Matthew. Ach, der arme Kerl. Ah, jetzt kann ich. Bevor ich draufstehe, seid ihr nicht befestigt ist irgendwie. Mit den Nägeln, ja, ist klar. Aber dafür brauche ich noch zwei Pakete Nägel. Was haben wir denn jetzt neu bekommen? Handschuhe. Gummihandschuhe. Ah! Steckt zu tief im Boden. Irgendwas einführen. Ach du Heiliger. Verbinde jeweils die zwei Symbole mit Hilfe von Kabeln, um die angezeigten Figuren zu bilden. Hey, was? Ah, okay. Grün.
Ja. Grün ist, wie soll das funktionieren? Was ist denn das hier für eine Farbe? Das Grün? Wieso ändert sich denn die Scheiße die ganze Zeit? Nummer 1 haben wir. Rot muss, Rot ist das hier. Und das hier, glaube ich. Ja, genau. Blau. Ne, warte mal, jetzt haben wir Gelb. Gelb ist. Gelb ist. Das hier, Spacko. Oh Mann, manchmal steht mir echt auf dem Schlauch. Nee. Oh Mann. Fehlen noch Nägel, verdammt. Kannst du mir den Nagel rausziehen? Nee. Kann ich damit den Nagel rausziehen? Nee. Wo kriege ich denn jetzt noch einen Nagel her? Oder was machen? Nee. Check's gerade gar nicht.
super. Jetzt kriege ich den raus, oder was? Hä? Was ist denn eine Logik? Dreimal nachgegriffen und beim dritten Mal geht's dann, oder was? Das macht so gar keinen Sinn. Hä? Nagelpistole. Okay. Jetzt habe ich es gecheckt. So, Schlüssel eingesetzt. We barely managed to escape as the cave ceiling collapsed. But we made it out, all together. Me, Ink, and Matthew. And we ensured that Barber will get the punishment he deserved. In the end, we made the world a safer place. Geschichten aus dem Uhrwerk, die Geschichte von Glass und Ink. Und somit sind wir durch. Cool. Ja, da würde ich mal sagen, Hut ab. Sehr, sehr cool. Und jetzt lassen wir das gerade noch fertig laufen, weil dann kann ich das auf YouTube hochladen. Das ist nämlich cool. Das ist auch mal eine nette Abwechslung. Fällt mir nur gerade so ein. Ihr auf YouTube denkt wahrscheinlich jetzt, Alter, wir gucken doch schon seit Tagen. Schön. Nee, das war ein Wimmelbildspiel. Davon gibt's ganz, ganz viele. Und ich hatte das bei einer Streamerin gesehen, vorgestern glaube ich, dass sie das gespielt hat. Und zwischendurch macht mir sowas auch mal ganz gut Spaß. Halt wegen den Rätseln. Die waren jetzt, ich sag mal, relativ einfach. Aber vieles wiederholt sich auch in den ganzen Spielen, die wir jetzt schon gespielt haben. Also von den Rätseln her war es jetzt nicht allzu schwer. Von der Story her war es eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Und ist zwischendurch mal ein ganz netter Zeitvertreib. Die meisten sind halt auf Englisch. Und zwar auf Englisch. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wohl die Engländer, also nicht die Amis, sondern die Engländer, wirklich auf so Spiele stehen. Keine Ahnung. Die meisten, wie ihr es an den Namen ja seht, werden irgendwo im Osten produziert. Aber du findest so Spiele seltenst übersetzt. Und da wird die Sunny wieder wach zum GG. Sehr schön. Ja, prima. Dann für alle auf YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen angenehmen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Let's Play. Ich sag tschö. Mitö.